Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad immer das Netzwerk.de zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. So. Philipp hat es tatsächlich. Ich war schon am Abladen. Ja, der ist schon leer, er ist schon leer. Ich habe ihn nicht mehr einholen können. Da freut er sich, ne? Ja, ja. Alter, hier sind die Spuren hier reingehen. Das ist, man kann uns regelrecht nachverfolgen, wo wir längst gefahren sind. So sieht's ja aus. Warte, so, jetzt hat. Kleinen Gang reinmachen und dann die Gruppe, dann passt. So. Ich glaube, der kleine Steiner wird jetzt so hergeramscht, ne? Wieso? Ja, gerade eben nach Pflügen, bisschen gewaschen. Der ist. Ich glaube, der hat nicht wirklich Standzeit gehabt, um sich abzukühlen. Nee, ich glaube, da will man da mal den. Also, nicht wirklich. Den will man, ich muss kurz den Plus versenken und dann wieder rausholen. Ist auch gut. Ja, dann macht dann, dann verbraucht er erst einmal 2 Liter Wasser oder sowas. Ja. Weil er so heiß ist schon. Vor allem ist es ja noch nicht gerade kalt. Also ja, kaltes Wetter heute, ne? Nee, es wäre Hochsommer, glaube ich. Mhm. Wenn wir Heu einholen, 30 Grad plus. Ja. Ist schon drin. Und überhaupt Flügen ist jetzt auch, er kommt halt auf den Boden drauf an, aber ist ihm an und für sich nicht. Muss er schon gut ziehen, der Traktor. Gut Leistung geben. Da wird er natürlich schon mal ein bisschen warm, ne? Kann er warm werden. Mhm. So, Zug kommt bitte nicht, weil diesmal, wo wir längst gefahren sind, ist er nicht gekommen. Ne, geht wunderbar. Oh, bin schon zu weit noch. Auch links gekommen, aber ging noch. Bin zurück auf dem Nachhauseweg. Ich bin schon wieder am Sammeln. Okay, das. Ich sehe dich da vorne auch. Ganz links, kleines Pünktchen ist er. Der Steier muss arbeiten. Mhm. Aber jetzt sind wie viele Traktoren daheim? 2, gell? Ja, 2. Der MB-Truck steht daheim. Ja. Der kleine Steier, der große Steier, deiner. Und der MB-Truck. Ja. Wir brauchen noch Multi-Missions, dann können wir richtig fett Missionen machen, dann sind alle ausgelastet. Aber wenn es eine Gruppenmission gibt, dann müssten wir uns ändern noch. Ich habe eine 40.000 Euro Erntenmission. Dreschen? Ernten, glaub Kartoffeln. Achso. Oder Zuckerrüben. Ja, wir haben, glaub eher Kartoffeln. Oh, wir haben das Grimmete jetzt hier mit drauf genommen. Normalerweise habe ich es aktiviert. Entweder wir müssen halt, aber das müssen wir ja dann uns es mieten. Das Zeug. Oh, da hab ich vergessen. Schau. Und da was findet man das Zeug? Kartoffeltechnik. Nee, dann das nicht mit drauf. Nicht? Nope. Okay. Oder unter Stiftfahrer. Nee, ist nicht mit drauf. Nee, ist Kartoffeltechnik. Müsste unter Kartoffeltechnik drin sein, weil es ist ja nicht nur, Förderbände und so weiter, sondern es sind halt auch Grimme. Ich bin gerade vielleicht zu am Grimme. Ja, aber dann Alter, wie viele Logos gibt's denn, die wo rot sind? Ein paar. Da. Ja. Viele. Ne, wir haben das jetzt hier nicht mit drauf. Okay, müssen wir dann auch mit drauf. Nehmen das Multi-Missions und Grimme DC. Ja, wie beide schon im Mod-Ordner drin. Ich muss sie halt nur aktivieren. Dafür muss ich halt das Spiel dann wieder, also Spiel dann wieder raus und da. Dann ist halt viel. Oh, so. Okay, das. Ja. War auch irgendwie vorhersehbar. Ja, und jetzt ist wieder das Problem, das jetzt hat. Dass es wieder nicht gleich schafft. Und Fleck weg. Ja, dann nehmen wir jetzt gleich mal die Bahn nach unten mit. Wenn wir das steile Stück, dann nehmen wir ihn schon mal weg. Ja. Da können wir jetzt mal ein bisschen Schmackes reden. Können wir mal zurückschalten, wenn er es nicht scharf packen sollte. Ne, wir müssen mal zurückschalten. Er packt es aber. Oh, ich bin schon die ganze Zeit voll, wow. Oh, das ist natürlich... Ja. Schwierig.
Normalerweise, wenn ich jetzt Pickup nicht hochmache. Ich denke mir, warum zieht er das jetzt so leicht? Wenn ich jetzt Pickup nicht hochgemacht hätte, hätte sie jetzt die Schwarte Geilzeit vorne unten drin gestaut. Mhm. Was glaube ich nicht ganz so optimal gewesen wäre. Der wäre auch noch weiter vollgelaufen. Achso, ja, das auch, weil du hast ihn nicht abgeschaltet. Der schaltet ja nicht automatisch ab. Sondern der füllt halt weiter voll. Was, du bist jetzt bei 60%? Ja, ich hab die steile Stück weggemacht und dann muss ich dann ab und zu wieder ein bisschen runterschalten und ja. Ich weiß gar nicht, wie viel hast du drin? 20.000 Liter Platz, ne? 20,5, kannst du das schauen, nachschauen. Ja, aber ich müsste im Menü. Achso, stimmt, ich kann ja links oben einfach gucken. Ganz vergessen. Ja, ich habe 26 drin, das sind ein bisschen. Ja, knapp 5.500 Liter mehr. Bisschen was machen sie aus, aber jetzt auch nicht das Große. Aber ganz ehrlich, bitte, also in diesem Moment würde ich den Ladewagen gar nicht hergeben. Den kleinen? Ja, den Europass. Ja, weil ich muss ehrlich sagen, wenn jetzt ein größerer ist, erstens, die sind sau. Da braucht man immer den großen, entweder ja, den MB-Truck. Oder der gleiche Steier halt. Ja, aber den Betrag ist glaube ich teilweise auch schon zu klein. Mhm. Ist so groß, wenn ihr jetzt den Pöttinger anguckt. Ja, ja gut, der Pöttinger, da würde glaube ich den Betrag noch ziehen, aber auch mit Mühe und Not. Ja, man muss halt in der Ebene, würde es ganz gut packen, da wird es auch der kleine Steier schaffen. Aber wenn sie jetzt halt an einen steilen Hang rangeht, dann muss man dann schon die erste Gruppe runterschalten und da tuckert man halt dann mit 2 km/h links und ja. Und sozusagen muss man jetzt die großen Ladewagen, ob es jetzt Böttinger, ob es jetzt Krone oder was, die sind einfach nicht billig. Weil ich weiß nicht. Oh. Was gerade sind wir so. Wenn man sich jetzt den anguckt, der hat 26.000 Liter Platz und hat. Boah. Hat er 60.000 gekostet? Ja, 70.000 hat er gekostet. Das ist schon ein bisschen teuer, ne? Ich weiß jetzt zwar nicht, ob der jetzt extra irgendwas Spezielles für die Berge hat und so weiter. Ja, keine gefederte Achse. Achso, ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen gehabt, ne? Ja, okay, wir können auch den Krone mit drauf nehmen, den wo du mal mit drauf genommen hast. Ja, der wäre ja auch nicht schlecht. Vom Preis-Leistungs-Technischer halt, der hat mehr Platz, glaube ich, ne, als die 20. Der hat 24,5. 24,5, ja, und kostet 20, oder? Ja. Normalerweise. 25. Oder 25. Und da muss man halt dann doch schon sagen, es wird sich halt dann doch schon. Ich weiß jetzt nicht, wie viel den wir jetzt momentan haben. Noch bringen würde. Da ist er. Ja, der bringt noch 22.000. Also von dem her. Und wer jetzt sich gerade fragt, von welchem Krone wir reden. Wir reden von dem hier, von dem älteren. Dem holen wir den guten Krone Turbo 3500. Natürlich auch eine größere Pöttinger Ladewagen mit aufgenommen. Eine Dreiachse mit 47.000 Liter Platz. 125.000. Boah. Ist momentan noch ein bisschen zu clean, ne? Aber hier sind natürlich auch andere drauf. Bist du leer, ja, ne? Hallo? Ja. Okay. Sollen wir uns rein? Ey, ich hätte den Fall so konfiguriert, ne? Den Ladewagen? Ja, ich weiß nicht, wollen wir ihn kaufen? Ich habe damit kein Problem. Im Prinzip 1000, wir würden halt 1000 Euro, 3000 Euro minus machen, aber da kriegen wir dann halt auch knapp 4000 Liter plus, also irgendeine Weiße wird sich glaube ich schon lohnen. Ja, wobei, klar, der kostet jetzt 22 im Menü, das heißt, wenn wir ihn zum Händler bringen, ja, das wird sich fast ausgehen, also in dem her. Ja gut, 30 würde er kosten. 30. Ja, aber das geht trotzdem noch voll klar.
Also ich hab da, ich muss sagen, ich hab damit kein Problem. Ich hab den halt jetzt für ein Chronik-Grün konfiguriert. Naja, ich weiß nicht, ob das Chronik-Grün so gut aussieht auf dem. Nee, doch, der schaut geil aus. Schaut geil aus, okay. Und der braucht halt bloß 60 PS. Und den, wo wir jetzt haben? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich bin gerade im Menü. Ich will dann. Sollen wir den kaufen? Sag ja oder nein? Ich sag ja. Und dann wurde gekauft. Ich habe zwar kein Minus-Symbol. Ah, jetzt haben wir das Minus-Symbol gekriegt. Wartest du schon hier oder bist du noch nicht mal voll? Ich bin schon leer, ich bin schon wieder auf meinem Weg. Ach so! Ich habe mich gerade so neben dich reindrücken können. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob du schon leer bist, wahrscheinlich wegfährst. So, ja, okay, dann. Ja, wenn du jetzt die zum Händler bringst und verkaufst, dann kriegen wir da auch nochmal gut Plus. Weil es gibt halt dann am Händler gibt es halt doch immer noch ein bisschen mehr als wie. Wenn wir jetzt über das Menü verkaufen. Ich glaube 3% oder sowas. Ja, ein paar tausend Euro sind es auf jeden Fall. Immer gewesen. Ja, dann fahre ich den mal weg hier. Mhm. Also so schlecht schaut das gar nicht aus. Das Chronikgrün. Ich weiß nicht, ich bin jetzt da komplett, ich weiß nicht, wie es ist halt jetzt auch ein Tandem, sag mal so. Ja. Ich hätte natürlich auch in Deutsch Fahr, Schwarz und Grün nehmen können, aber oh nee. Das war schon so eingerichtet alles. Ich habe jetzt bloß noch mal ein bisschen Farbe umgemacht und ein bisschen schöner gezogen. Ja, so eine Vorbereitung habe ich halt dazu genommen. Die Abdeckung habe ich in einer schönen Farbe genommen. Die Abdeckung, damit da keine rein, damit da keine rein, keine die Picker währenddessen sie läuft. Ja, so Zeug. So ganz kleine Spielerei Zeug. Ach scheiße, ist das nicht der, wo auch automatisch auffährt, wenn man zu schnell ist? Nee, das war nur der Mängel im 17er. 19er glaube ich gibt's gar keinen, der wo man stopfen kann. Okay. Im 17 war es auf jeden Fall der Mengele, im 19 gibt es ja jetzt momentan nur einen Mengele. Also in der alten Version, aber der ist glaube ich nur konvertiert. Der hat es aber nicht. Und der hat das Feature halt dann nicht, oder? Nee, ich glaube der hat es gar nicht mehr. So scheiße schaut er nicht aus. Dem Krone Rot wäre er stechender. Ja. Aber der ist scheiße lang. Ja, ist halt ein Tandem, ne? Muss man dazu sagen. Und der ist halt eher nicht in die Höhe, sondern eher in die Länge gezogen worden. Damals, er ist auch ein älterer schon. Ja. Gibt's schon ein Problem? Bei dem kann ich die Pickup runterlassen. Was ist? Ich kann den nicht nehmen. Wieso? Wenn ich den abhänge, ist die Zapfwelle da, wo die Anhängenkupplung sein sollte. Warte, dann müssen wir ganz kurz einsteigen in den Steuer. Bist du draußen? Ja, bist du. Bin draußen. Können wir halten? Oh ja, der hat auch schon bald. Nee, ah da. Ja. Aber nur minimal. Das lass mal ab. Also, wait. Oh, das ist ein bisschen zu tief, ne? Ich glaube, der Steuer ist auch ein bisschen zu klein dafür. Ich fahre jetzt mit dem heim so. Ich verkauf den. Oh, der Kopf hat nicht mehr auf die Kurven rum, ey. Ja, dann müssen wir den Betrag oder so nehmen. Reparieren wir nochmal. Werde ich dann auch nehmen. Und 26.000 doch nochmal. Ja, 58 haben wir wieder. Ich sehe, okay. Ja, ich nehme dann auch den Stein. Obwohl ich eigentlich den kleinen, den Stein nehmen wollte. Ja, okay, aber bringt dir nichts. Nee.
Du kannst aber auch einen B-Trag nehmen, weil ich glaube, der passt da so durch. Oh, ich war ein bisschen ruppig. Von der Farbe halt auch ein bisschen dazu, gell? Okay. Ja, genau, das habe ich gemeint. Ja, werde ich auf alle Fälle auch machen. Weil zum Beispiel Steiger. Ich gar nicht so. Aber jetzt sag mal, die Farbe. So scheiße schaut der mit dem Krone-Grün gar nicht aus. Nee. Es ist ja im Prinzip, das ist ja Krone-Farbe, es ist ja keine irgendwie gemixte Farbe. So eine Random-Farbe einfach, die wo halt, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Pöttinger Ladewagen grün machen würde, Krone-Grün. Da würde man sich dann eher denken, okay, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber im Prinzip, du kannst, das ist ja die original Krone-Farbe. Kann eigentlich niemand was sagen. Bis auf das, dann gibt es ja einen Mann, der sagt, ja, das ist doch noch ein Alter, der muss doch dann noch rot und gelb sein. Ja, aber man kann ihn nicht mehr umlackieren, ne? Also, da spricht nicht, da gibt nichts dagegen. Was ist, der muss, ja, der muss noch was sein? Also, rot und gelb halt, oder weiß gar nicht, rot, beige. Und, nee, rot und beige war er, ja. Also dieses grüne Rot von damals halt. Oh, ich bin voll. Sagt wer, dass es das damals noch nicht gegeben hat? Was? Das Grün von Krone? Ja, doch, das gab's schon. Nee, aber ich meine auf dem Ladewagen drauf. War schon im Mäßig das Grüne Rot und dieses Beige. Ja, wir haben halt Sonderlackierung gewollt. Ja. So, der MB-Trag jetzt. Sieht der MB-Trag besser aus? Ich weiß es nicht, ich bin noch nicht dran. Also. Aber dann müsste die Anhängerkupplung normalerweise einen Ticken höher haben. Schaut besser aus, auf alle Fälle. Okay. Ja, okay, der MB-Trag muss sein, ist halt auch größer, ne? Na ja, dann doch schon 146 PS. Der passt halt auch farblich besser dazu. Alter, der Steiger sieht aus, schon der komplett dreckig. Nee. Dort kannst du doch nicht sein, du. So, runterschalten. Und rückwärtsgang rein. Ich glaube, das war ein Fehler, den zu kaufen. Den Ladewagen? Mhm. Warum? Ich fahre im L1 hoch. Mit 2 km/h. Knallgas und Allrad. Ja. Ja, wenn der Ding jetzt halt so ist, dass jetzt das Ding ist halt, wir können ja immer noch so machen. Es muss nicht unbedingt ein Fehlkauf gewesen sein, wenn man jetzt den B-Trag auch nicht gescheit ziehen kann. Dann können wir immer noch zum Beispiel so machen, dann einfach die Farbe, dann jetzt einfach zum Beispiel Steiger dranhängen, großen. Und wenn wir jetzt da sagen, das sieht aber einfach so scheiße aus mit der Lackierung, hätte man dann halt einmal wieder rot machen, da werden. Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt. Was? Ich finde den Grün schöner als Winter im Rot. Okay. Ist halt jetzt meine persönliche Meinung, aber. Ja. Oh, wir haben die 5 Stunden auf den Steiger voll. Yay! Ne, tanken braucht er noch nicht. Da ist noch genügend Treibstoff drinnen. Und dann haben wir wieder 61.000. Wäre wie wenn nichts passiert wäre. Wann geht's wieder rein? Auto kommt keins, wunderbar. Also wenn das normal sein soll, weiß ich auch nicht. Was? Nee, der bringt die Leistung nicht. Der B-Trag? Never ever. Ich bin im kleinsten Gang, bin gerade abgestorben.
Ja. Aber die Gruppe aber die höchste, oder? Also Gruppe 4. Nee, LL1. Kleinster Gang und bin abgestorben. Ja, kleinster Gang, kleinste Gruppe. Also erste Gruppe, erster Gang. Ja, ja. Also okay. Oh ja, dann. Dann ist doch schwierig. Ja, aber warte, bevor schon dann abhängst, dann mach ich nochmal einen Bubbel. Ich bin gerade dabei, den Steuer zu holen. Also. Ja, okay, dann machen wir es einfach nach der Aufnahme. Dann kuppeln wir einfach nochmal schnell an. Und dann passt's. Wieso denn? Hm? Steuer passt. Wieso? Magst du etwa meinen Steuer nicht auf dem Thumbnail haben? Wir wissen's alle. Ihr habt's alle gehört. Nein, das hast du gesagt. Ich habe nur gefragt, ob du den Betrag schon abgehängt hast. Ja, weil er den Steuer nicht davor haben will. Ich hab's genau gehört. Wir wissen's alle. Ja, das weiß keiner. Hat keiner mehr gekriegt. Er mag Steine nicht. Also wenn das so ist, dann würde ich mich schon mal in Frage stellen. Hm? Dass das niemand mein Steuer richtig schafft. Schafft es immer, schaffst du Steuer nicht? Beim Steuer bin ich auch am Arsch vom Start weg mit 3 km/h hochgegräbert. Aber der Steuer schafft es wesentlich besser und der schaut auch wesentlich besser davor aus. Ja, weil der muss dazu sagen, ist halt, er hat halt immer nur 2 Kubik weniger als mit dem, wo ihr jetzt hinten dran habt, ne? So. Aber der ist so scheiße lang, ey. Ja, der ist halt dafür nicht so hoch. Wir sind halt ein Ticken länger, ne? Ich weiß gar nicht, einmal hier unten ist dann alles weg normalerweise. Wie viel liegt denn oben noch? Du musst auf alle Fälle nochmal kommen. Okay. Bin jetzt gerade zur Hälfte knapp voll und hier unten relativ durch, ja. Bis auf der kleine Fleck da, den nehme ich noch mit. Ansonsten haben wir dann hier unten größtenteils alles. Oh ja, für die unten muss er, schaut gar nicht so scheiße aus. Der ist ja schlecht, schaut der gar nicht davor aus, ne? Nee. Aber man muss dazu sagen, also wenn ich hier runterschalten muss, ist es schon arg schwer. Und man muss dazu sagen, ich habe 240 PS. Ja, warte mal, ich komme mal zu dir hoch, mal gucken, wie ich das schaue. Ich kann den natürlich vielleicht auch ausschalten, will ich auch ein bisschen schneller. Also ich habe das mit dem 80er Steier ohne runterschalten hier hoch geschafft. Und hatte ein bisschen weniger Kubik. Entweder ist der Mod an sich so schwer oder keine Ahnung. Ja. Ja, die verhalten natürlich sich alle anders, ne? Das ist klar. Oder lässt die Pickup einmal ein bisschen zu weit nach unten. Die kann man hochstellen, habe ich rausgefunden. Ach so. Ich hab die schon relativ weit oben. Oh. Kurve, boah. Alter, ich weiß noch, letzten zwei Mal auch genauso, wir sind hier richtig so fast immer ineinander reingefahren, fast. Aber wir haben es immer wieder geschafft, uns nicht zu kollidieren.
Liegt da unten noch was? Nope. Okay, das habe ich nämlich normalerweise schon alles weggemacht. Bist du voll? Fast, ja. Okay. Ich bin auch bei 96. Ja, ich bin jetzt bei 98%. Ich hoffe, ich krieg das da noch mit alles, ne? Ja, okay, ist noch so eine kurze Bahn. Müsste eigentlich noch reingehen. 3% habe ich noch. Auto. Oder was anderes. Da haben wir 99 Stunden. Ja, okay, die können wir bis nächste Mal liegen lassen. Steig mal ganz kurz in meinen Steier ein. Warte, ich bin schon am runter. Wo bist du denn? Unten da an der Kurve. Ja, ich komm da eh gerade runter, ich hab's schon gesehen. Ja. Ich hab den rollen lassen, ne? Und war dann hier vorne so mit 30 km/h, bin ganz normal leicht in die Kurve rein. Ich muss zurückschieben. Hat da nicht so gut funktioniert, sagst du? Nee. Ich hab's gemerkt. Ah ja, da haben wir auch die Wiese auch schon geschafft, das ist doch wunderbar. Aber wir dürfen uns für die heutige Folge auch schon wieder bedanken, liebe Leute. Immer an der gleichen Stelle, immer wenn wir auf dem Weg zum Verkaufen sind. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf drauf, falls ihr nicht getan. Glock aktivieren, der Nippe, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Wir lassen uns in der PNDEC zusammen, Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.